Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch das elektrische Farbspritzgerät von Tilswall vorstellen. Ein Farbsprüher. Hier könnt ihr schon mal den Karton sehen. Wir werden es gleich auspacken. Man kann damit aber nicht nur lackieren, sondern für den einen oder anderen vielleicht auch in letzter Zeit interessant geworden, auch Desinfektionsmittel versprühen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig als Hinweis. Der Hersteller nimmt es ja auch in seiner Produktbeschreibung mit auf. Und ja, ich möchte euch jetzt einfach mal das Gerät vorstellen. Ich würde sagen, dazu packen wir es mal aus, schauen uns den Lieferumfang an und dann werden wir es natürlich auch noch kurz ausprobieren. Ja, 550 Watt hat es, hatte ich ja gerade schon gesagt. Elektrisch, nicht jetzt mit Akku, sondern über Steckdose. Und hier haben wir einmal den Lieferumfang. Ich habe es mir selber noch nicht angeguckt. Das heißt, ihr seid jetzt live mit dabei, wie ich es hier einfach mal auspacke. So ein bisschen Zubehörkram. Und hier das Gerät an sich selber. Ich muss sagen, es ist relativ leicht. Ich hätte es jetzt fast schwerer erwartet. So sieht es einmal aus. Auch ein schön langes Kabel mit dabei. Das ist vielleicht auch wichtig. Und hier kommt dann nachher der Sprühaufsatz einmal drauf. Und dann können wir es hier betätigen. Ja, soweit erstmal so gut. Das Sprühgerät. Ich lege es hier einmal beiseite. Und dann schauen wir uns hier den Sprühaufsatz an. Hier könnt ihr ihn sehen. Wir werden den dann einfach mal befüllen. Jetzt nicht mit Farbe, weil ich nichts gerade zum Lackieren habe, sondern mit einer anderen Flüssigkeit, einfach vielleicht mit Wasser mal und das Ganze dann probieren. Man kann es hier einfach aufschrauben und dann wird es befüllt. Über das Volumen kann ich jetzt nichts sagen, beziehungsweise hier 1300 Milliliter kommen rein. Das ist, denke ich, ausreichend. Und dann haben wir hier noch zusätzlich eine Bedienungsanleitung dabei, wieder extra in Plastik noch eingepackt. Schauen wir mal, ob die auch in der Sprache Deutsch ist. Das ist vielleicht auch immer ganz interessant noch zu wissen. Wenn man doch mal Fragen hat, nicht jeder ist gut in Englisch, aber hier lese ich schon alles in Deutsch auch, also gut beschrieben. Von daher kein Problem. Die packen wir erstmal wieder ein und dann würde ich sagen, nehmen wir das Gerät mal in Betrieb. So, schauen wir uns einmal das komplette Zubehör an, was mit dabei ist. Dazu drehe ich jetzt hier unseren Farbeimer oder Eimer einfach nochmal ab. Ja, falls ihr jetzt zum Beispiel was lackiert habt und es ist Farbe übergeblieben, habt ihr hier die Möglichkeit, mit dem Deckel und den Dichtungen das Ganze zu verschließen, so dass es nicht eintrocknet. Das ist, denke ich, auch ganz gut zu wissen. Wir haben hier dann auch einen Trichter dabei zum Anrühren der Farbe oder zum Anmixen. Wer sich da besser auskennt, weiß, dass man das benötigt. Und hier haben wir nochmal zwei Aufsätze zum Sprühen als Ersatz, auch die ihr sehen könnt. Die kann man ganz einfach austauschen, indem man das hier aufdreht und dann kann man die Düse entnehmen. Wir lassen die jetzt aber drin und bauen das jetzt einfach einmal hier wieder kurz zusammen. Und dann zeige ich euch auch, wie man das Gerät betätigt. So, aber hier haben wir eine Reinigungsbürste auch. Und eine kleine Nadel, falls jetzt vorne hier der Spritzer verstopft ist, dann können wir den damit wieder so ein bisschen freipieksen. Das kann auch immer mal passieren, dass Farbe mal eintrocknet. Und wie bauen wir das Ganze jetzt zusammen? Ganz einfach, ihr nehmt es einfach so, steckt es hier rein, bis es einmal einrastet. Und dann könnt ihr es hier auch betätigen. Hier könnt ihr die Menge verstellen, ob viel oder also ob weniger oder viel. Und wenn ihr den ganzen Aufsatz wieder abhaben wollt, dann könnt ihr das hier oben über den Knopf einfach machen, reindrücken, abziehen, fertig. Ja, ich würde sagen, wir befüllen das nochmal. Ich mache es jetzt mit Wasser und dann gucken wir uns mal an, wie das Gerät spritzt. So, ich habe das Sprühgerät jetzt mal befüllt, in dem Fall nur mit Wasser. Es könnte aber auch natürlich eine andere Flüssigkeit sein. Ich könnte mir übrigens sogar vorstellen, wenn man es unbedingt möchte und muss, dass man damit auch Pflanzenschutzmittel ausbringt oder vielleicht auch mal angenommen, man hat irgendwo Blattläuse oder so, die man vielleicht mit einer Spülmittellösung besprühen will, dann würde das hiermit auch gehen. Ich habe das Gerät nämlich gerade schon mal hier so ein bisschen ausprobiert. Jetzt ist, wie gesagt, nur Wasser drin. Es eignet sich natürlich auch wunderbar zum Lackieren. Kann ich euch aber gerade nicht zeigen, weil ich nichts zum Lackieren habe. Ich hätte auch keine Farbe da, die ich jetzt zum Lackieren verwenden kann. Wenn ich das in Zukunft mal habe, zeige ich es euch gerne nochmal. Von daher abonniert am besten meinen Kanal, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt. Wenn es was zum Lackieren gibt, werde ich das hiermit machen. Ja, man könnte jetzt auch Desinfektionsmittel nehmen, habe ich euch ja auch gesagt, vielleicht fürs Badezimmer oder halt für die Gastronomie etc. Keine Ahnung, wo man es überall anwenden kann. Jedenfalls könntet ihr das Gerät auch dafür verwenden. Und ich würde es jetzt einfach mal ausprobieren. Zugeschraubt ist es und ich mache es einfach mal an. Hier könnt ihr das so ein bisschen sehen. Man hat hier natürlich noch die Möglichkeit, es jetzt einzustellen. Wir machen es mal
komplett oder viel, viel weiter auf Minus. So. Ihr könnt jetzt hier halt einfach anders dosieren, über den, wie ihr es einschaltet. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, ja, je nachdem, wie man besser damit arbeiten kann. Ich mache es jetzt mal wieder komplett auf den Plusanschlag. Ganz kleinen Augenblick. So. Ja, funktioniert, tut was es soll. Lackiert habe ich noch nicht mit, aber es ist ein recht günstiges Gerät. Ich verlinke es euch unten mal in der Videobeschreibung. Es kostet aktuell 40 Euro. Der Preis kann mit Sicherheit auch mal variieren. Schaut es euch einfach mal an, wenn ihr Interesse daran habt. Es sieht stabil und gut aus. Es liegt gut in der Hand. Es ist nicht so schwer. Ich habe jetzt natürlich auch hier nur ungefähr ein Viertel Liter Wasser drin, würde ich sagen. Oder vielleicht einen halben Liter, mehr ist das nicht. Ja, trotzdem könnte man mit dem Gerät auch etwas länger arbeiten, weil das eigentliche Gerät, sage ich mal jetzt, so, dass es runterfällt, das eigentliche Gerät hier wirklich relativ leicht ist. Natürlich 1,3 Liter Wasser wiegt natürlich ein bisschen, das lässt sich nicht vermeiden. Und Farbe halt ebenso. Das ist, denke ich, aber jedem bewusst. Aber das Hauptgerät an sich ist schon sehr leicht und macht so auch ein angenehmes Arbeiten auf Dauer dann möglich. Ja, ich hoffe, dass euch das Video hier gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.